Hallo, seid gegrüßt. Ja, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Kleiner Zwischenstand und vielleicht auch eine nette Geschichte. Deswegen hier mein Kostüm, mein Knacki-Kostüm. Erzähle ich euch gleich. Wundert euch auch nicht hier über das Mikro bzw. die tote Katze an meinem Mikro. Die habe ich nämlich festgeklebt an meinem Ansteckmikro, weil die immer abfiel. Und wenn wir draußen unterwegs waren, dann bin ich der blöden Katze immer hinterhergerannt. Von daher habe ich die dran geklebt. Aber ich wollte es jetzt hier in dem Raum mal mit dem Ansteckmikrofon versuchen, weil mein Richtmikrofon, was ich sonst benutze, das hallt hier so in dem Raum. Und da wollte ich mal gucken, ob das hier vielleicht mit dem Mikrofon besser ist. Yo, Test! Okay, ich habe mich schon länger nicht mehr gemeldet. Ich war sehr erschrocken. Jemand wies mich darauf hin, liebe Grüße Wolfgang, dass das doch schon einige Monate her sind. Du hast mich natürlich jetzt nicht dazu gedrängelt oder dass du das im Video machst. Nur ich war selbst erschrocken, wie lange das her ist. Weil ich hatte so im Kopf so, 4-5 Wochen ist das letzte Video her, aber es sind 4 Monate wieder. Jo, ist einiges passiert. Was heißt einiges passiert? Also, ich denke mal, die meisten von euch haben ja das letzte Video gesehen. Moment, ich muss ein Schlückchen nehmen. Und kurz darauf nochmal, erstmal möchte ich mich bedanken. Ich habe hier eine lange Liste gemacht mit Namen. Ich glaube, das waren an die 60 Kommentare unter dem Video. Und ich habe leider auf keinen wirklich reagiert. Nicht wirklich, sondern ich habe nicht reagiert. Tut mir leid. Aber ich habe sie alle gelesen, fand sie alle wirklich sehr berührend und sehr nett von euch. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber kurz einfach mal vorgelesen, wer alles geschrieben hat. Damit er wenigstens erwähnt, also dass ich euch beachtet habe. Ne? Also Herr Reporter, Ernie, Tommy, XC3. Was ist das für eine römische Ziffer? XC3. 10, C steht für 100. Ist das 103? 10, 113? Ist das so? Ich weiß gar nicht. Schwäbenländle, Kai Otto, Pierre ML, Paul Doc, 046, Lord Gumgumful, Nitram, Morris, Marlboroni, Slane McGross, Justin Montana, Schornsteinfeger, Silent 1674, Dragon V, Max oder Max, Florian Birgel, M1M Tech Channel, Vitali 1987, Teddy Nash, Air Charlie, Format C, Peck Essay, Kobeni, Mr. Knödelmann, Kevin Goebbel, A, einfach nur A, Kenir Dias, Wishmaster, Sidus Junge, Simon Herzog, Cake Hell, Ansgar Rules, nicht Asgar Rules, sondern Ansgar Rules, Dr. L, Björn Kramer, Doom Dragon, du hast dich auch. Ich weiß, du wartest noch auf eine Antwort, ne? Ich melde mich mal irgendwann. Sally Belle, Markus Andreas B., Fensterklatsch, Dennis Nice, Busy Bone 2205, Stefan Käfer, Ivo Stammenkovic, Tarik 66, Tiny Venoms, Hugo 473, FS, Movie Eule, Ernie Meyer, Mr. Entertainment, Grondig TV, Nomoro 136, Sepp Tastic und Kobeni. Jemand doppelt gelesen hat. Ich hoffe, ich habe euch alle aufgelistet. Also euch allen jedenfalls schon mal für die netten Kommentare einen ganz lieben Dank. Habe ich mich sehr darüber gefreut. War ein bisschen überwältigt, dass es so viele waren. Und auch zwischenzeitlich wurde ja dann hier und da mal nachgefragt. Möchte mich auch bedanken, wie es mir denn jetzt so geht. Ob ich überhaupt noch da bin. Und ja, also nach der letzten Geschichte und so hatte ich ja gesagt, dass ich jetzt halt in die Reha ging. Ich musste nur meine Corona-Geschichte noch überstehen und dann ging es wieder. Dann bekam ich einen neuen Termin, Moment, für die Reha und da habe ich dann einige Wochen verbracht. Einige Wochen, das waren lange Wochen. Als ich da ankam, habe ich gedacht, ich bin jetzt im Altersheim oder so, weil wirklich nur alte Leute und ich habe mich da irgendwie noch fehl am Platz gefühlt, auch wenn ich vielleicht altersmäßig schon hinpasste, aber ich fühle mich nicht immer und ich
Wirklich so, nicht immer. Also ich bin ja eher noch der Verspielte, ne? Und dann kommst du da rein und da stehen sie alle mit Gehhilfe in Schlange am Imbissstand oder sonst wo. Und das war schon irgendwie für mich erstmal gruselig. Aber gut, man macht es dann mit. Wurde dann von meinen Ärzten empfohlen, dass danach alles besser wird und so und bla bla bla. Dass mir das schon helfen würde, weil die Auswirkungen durch die OP, hatte ich ja gesagt, die sind nicht so schön. Und die Reha hat nichts gebracht. Leider keine Verbesserungen danach. Und im Moment ist das so ein bisschen so, dass durch die Krebsgeschichte und so, das habe ich ja nicht gemerkt, dass ich Krebs habe oder so. Ne? Ich fühlte mich ja eigentlich ganz normal. Dann erfährst du hast es und machst eine OP. Und nach der OP bist du plötzlich ein Krüppel. Also durch die Eingriffe und so bist du in einigen Dingen sehr eingeschränkt. Und das ist schon alles sehr gravierend und das macht mir auch sehr zu schaffen, muss ich sagen. Ich habe da schon deprimäßig ziemlich zu kämpfen mit und vergrab mich da immer so ein bisschen. Ich bin jemand, der sich sehr zurückzieht dann und ja, ist schwer zu sagen und ich will da auch gar nicht mehr so drauf rumzureiten, groß jetzt drauf eingehen, rumreiten, wie auch immer. Also ist jedenfalls nicht einfach. Ich habe zu kämpfen damit so ein bisschen, bin nicht glücklich, überhaupt nicht. Und hoffe einfach, dass ich das vielleicht doch noch gebe. Ist jetzt ein halbes Jahr her, die OP. Die Ärzte sagen immer, ja, da kann sich noch ein bisschen was tun. Und sonst müssen wir mal gucken, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es spannend wird. Ja, okay. Wie gesagt, groß will ich da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Also ich denke, ich habe im letzten Video alles gesagt und das andere ist jetzt so ein bisschen das Auskurieren und mal gucken, wie sich das entwickelt, ob ich jetzt mein Leben lang mit gewissen Einschränkungen zu leben habe oder ob sich das irgendwann mal bessert. Ja, so. Natürlich, da kam mir dann deswegen auch hier meine Kluft. Also hat schon mal jemand von euch als Statist an einem Film mitgewirkt? Ich habe mich vor ganzen elf Jahren in so eine Statistenkartei eingetragen. Einfach mal so, hatte damals Lust. Das war so die Zeit, wo ich die ersten Videos so mit dem Deppen und alles machte. Und da habe ich gedacht, ey, komm, mach doch mal. Ich fände das cool, mal so in Filmen mitzuspielen, im Hintergrund. Am liebsten natürlich so Kostümsachen und so, ne? So wie hier gibt doch die deutsche Serie Barbaren oder so, ne? So was, da hätte ich Bock drauf gehabt, ne? Und jetzt, wie gesagt, vor 11 Jahren habe ich das mal gemacht. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann plötzlich, ist jetzt 2 Monate her, 1,5 Monate, irgendwie so, melden die sich nach 11 Jahren, ob ich Bock hätte als Statist. Hier bei uns in Mönchengladbach, im alten Polizeirevier, wurde nämlich was gedreht. Und da suchten die dann passende Leute. Und zwar Knackis und Besucher. Das hier hatte ich nicht an. Ich darf euch leider keine Fotos zeigen. Das ist dann immer so vertraglich. Da kriegt man großen Ärger. Ich hatte nur so eine Jogginghose und so ein graues Shirt an und so. War alles ein bisschen gammelig aus. Und ich spiele den Knacki aus der LVA Lichtenberg. Berlin, glaube ich, oder so. Ne? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Lichtenberg, JVA Lichtenberg. Jo, das hatten wir hinten drauf stehen. Wir waren erst alle am Rätseln, wo das denn sein soll. Ja, ich habe dann ja gesagt. Ich dachte, das ist eine schöne Ablenkung und so. Ne? Und ich wollte sowas ja schon immer mal machen. Und habe zugesagt. Dauert eine Zeit, wurde dann auch immer wieder mal ein bisschen verschoben, die Dreharbeiten. Aber es kam dann tatsächlich dazu, dass ich dann irgendwann morgens da auftauchen durfte. Also nicht so früh. Wir mussten um 9 oder 10, ne, ich glaube 10 war es erst, 10 mussten wir antanzen. Und dann kommst du wirklich, also hier die alte, ich weiß nicht, wer sich jetzt in Gladbach auskennt, die alte Polizeistation, die große Polizeihauptstation, die ist ja stillgelegt, da passiert ja nichts mehr. Aber eignet sich gut als Filmgelände und so. Und dann kommst du da an, hast überall schon diese Wohnwagen, die Drehteams, die da rumlaufen, Imbisskrams und so. Und stellst dich da erstmal zu den anderen Statisten. Waren dann Jungs und Mädels, gemischt und so. Und die einen spielten halt Knacki, die anderen Besucher. Und ich zähle mal so ein bisschen den Ablauf.
erstmal, für mich war es natürlich interessant, das alles zu beobachten, wie das so abläuft. Und die ganzen Wagen, die da aufgefahren wurden. Und es wurde aber doch natürlich auch stark gegrenzt. Also die Darsteller und auch Kleindarsteller, die bekamen das feine Essen, während wir popligen Statisten dann nur unsere Erbsensuppe aus der Dose bekamen und irgendwo in der Ecke sitzen durften. Aber das war für mich ganz normal, selbstverständlich. Also was heißt selbstverständlich? Aber das war jetzt für mich kein Problem. Und ich fand das echt, ich fand es also, weil einige hatten sich so ein bisschen, fanden das nicht so toll, aber ich fand es irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, die Hauptdarsteller und so und die kleinen Darsteller, wie auch immer, die sind unentwegt da mit dem Team zusammen, während wir Statisten mal für ein paar Stunden da sind und so, ne? Von daher. Und das wird dann auch im Vertrag steht dann so, man soll halt keinen der Hauptdarsteller ansprechen, bla 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 und so ein Zeugs, ne? Und möglichst still sein, alles befolgen und. Also, ist wie bei Germany's Next Topmodel. Du musst alles tun, was die sagen. Und jedenfalls haben wir uns dann da angestellt, weil es hieß erstmal Corona-Test. Und der Typ, der das dann machte, der kam ein bisschen später, der machte das auch irgendwie so ein bisschen Larifari. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass gar nicht die Ergebnisse danach groß geguckt wurden. Und dann bekamen wir unsere Kostüme. Wie gesagt, ich durfte erst einen Blaumann, weil die sagten, okay, ich könnte den Hoffeger spielen und so einen Blaumann, fand ich cooler, mit dem Besen, hätte also voll eine Hauptrolle gehabt. Aber der Regieassistent guckte dann und meinte, nee, brauchen wir nicht und so, mach auch mal einen normalen knackigen. Da bekam ich auch meine hässliche hellgraue Jogginghose und halt dieses Shirt. Und dann hieß es erstmal zum Drehplatz. Da saßen wir alle auf so einer Bank an der Wand, während das Team im Gebäude filmte, weil der Hof von der Polizeistation sollte halt so den Knasthof darstellen. Das sah überhaupt nicht aus wie ein Knasthof, aber okay, sollte es darstellen, was ich auch skurril fand. Die Sachen wurden alle super schmutzig gemacht, als wenn es in den Knasts richtig dreckig wäre. Also wie so einen amerikanischen Film, wo die wirklich in so einem Schmuddelknast sind, alles versiffte Klamotten und so. Und wir bekamen halt versifft präparierte Klamotten. Und da saßen wir dann und ich guckte mir das an, wie die das so schön aufbauten. Oben sah man auch mal, wie die Schauspieler da durch so einen Gang liefen und gefilmt wurden und so. War alles recht interessant, auch die Leute, mit denen man da saß, war richtig nett. Und dann wurde so einer nach dem anderen reingerufen. Der eine durfte, der hatte ja schon von vornherein so ein bisschen düster, böse aus. Und der sagte auch, er wird halt immer für so Rollen genommen, wo er so einen Assi spielt oder so. Und er sollte dann so einen Knacki spielen, der an der Hauptdarstellerin quasi so vorbeigeht und so ein bisschen notgeil macht, ne? So ein bisschen Hannibal Lecter mäßig und weil er schon lange keine Frau mehr hatte und jetzt sie da an ihm vorbeiläuft. Das durfte er dann spielen und ja, hätte ich auch gemacht. und sonst, ja, dann kamen plötzlich die Besucher dran, die Besucher spielen durften, dann mussten dann halt so da am Einlass stehen, mussten ihre Taschen öffnen und so, wurde gefilmt und so, einen Ausweis zeigen und so, dass halt Besucher sind, so Sachen wurden gefilmt. Und ich saß da und saß da und saß da. Zwischendurch gab es einmal belegte Brötchen und ich saß weiter und saß und saß mit noch jemandem, der extra aus Düsseldorf ankam. Ich glaube, da war sogar jemand aus Dortmund, aber so teilweise recht weit. Ich musste nur 15 Minuten zu Fuß, ist das bei mir. Mehr musste ich nicht machen. Hatte mir vorher, weil man hatte geschrieben bekommen, dass man nach Möglichkeit graue Shirts und blaue Sandalen mitbringt oder Turnschuhe. Hatte ich beides nicht, habe ich mir aber noch ein paar graue Shirts gekauft, damit ich wenigstens die hatte. Und brauchte man aber alles nicht. Weil die hatten doch ihre ganz eigene Garderobe. Jedenfalls saßen wir da, Stunde um Stunde verzog. Und ganz plötzlich, nach, ich glaube, etwas über 8 Stunden,
die ich da auf der Bank saß, fingen die an einzupacken. Das ganze Team musste plötzlich, oh, wir sind im Zeitplan, hinken wir hinterher, wir müssen ganz schnell abbauen. Und so ein Drehteam, so schnell kann man gar nicht gucken, weil die haben so viele Wagen da stehen gehabt und die ganzen Beleuchtung und der ganzen Kram, aber ging war alles eingepackt. Der Regieassistent sagte nicht mal was groß, dass man nicht mehr drankommt. Es war einfach gelaufen und man stellte sich nur noch an, um Papiere zu holen und fertig. Kein Wort mehr. Ich sag ja, bei mir klappt im Moment gar nichts. Saß ich also quasi 9 Stunden, also ich war insgesamt glaube ich 9 Stunden da für nichts. Jo. Das war meine Erfahrung als Statist. Wunderbar. Aber war trotzdem halt mal nett anzuschauen. Und diese Sache, für die wir da gedreht haben, wie heißt das nochmal? Phantomjäger oder irgendwie soll die Serie, glaube ich, heißen, ist so ein, ich weiß nicht, 6-Teiler oder so, der, guckt ja dann sowieso kein Mensch, auf Paramount Plus erscheinen soll. Paramount Plus kommt ja bei uns, glaube ich, so im Dezember rum oder so, ne? So vor Weihnachten irgendwie. Also ich weiß nicht, wer von euch holt sich Paramount Plus noch? Ich meine mal, ich habe schon genug hier. Disney, Prime, Netflix und was weiß ich. Da muss ich jetzt nicht auch noch Paramount Plus haben. Und von daher, jedenfalls ist das irgendwie eine deutsche Produktion für den Sender. Und da geht es irgendwie um so eine Cyberkriminalität. Und zwei Schwestern, weiß ich nicht mehr, habe es auch nicht mehr so ganz, hat uns das mal irgendwie da vorgelabert. Aber ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Jo. Also ihr braucht die Serie gar nicht gucken, ich bin nicht dabei. Außer, falls sie jemand sieht und die geht durch diesen Knast, durch so eine Glasbrücke oder über so eine Glasbrücke, so eine überdachte Plastik-Kunststoff-Glasbrücke in der quasi ausgewiesenen JVA, dann sitze ich genau unter der Brücke. Jo, so ist das. So, das mal dazu. Was gibt es sonst Spannendes? Ich habe gar nicht so viel Spannendes. Nee, ich glaube, so viel Spannendes, ein bisschen hebe ich mir noch auf, weil ich will jetzt wirklich gucken, dass wieder ein bisschen was passiert. Also ich muss was tun, weil wenn ich die ganze Zeit hier hocke, also im Moment ist das ja so, dass, wie ich schon anfangs erwähnt, dass ich mich so ein bisschen vergrabe, kaum mit jemandem Kontakt habe und so und quasi vor mich hin jammere hier so im Selbstmitleid triefe und manchmal irgendwie nicht mehr will und so, ne? Und ich muss da wieder rauskommen und muss mich irgendwie beschäftigen. Und von daher, ich will auch hier für die 5, 6 Leute von euch, die mich auf Twitch verfolgen, ich werde da jetzt auch wieder ein bisschen was machen. Also das wird, ich denke mal, in den nächsten 1, 2 Wochen, vielleicht ja dieses Wochenende, weiß ich nicht, da bin ich schon am Geburtstag wieder eingeladen. Ja, Sonntag bin ich ja, obwohl ich abends bin ich ja nicht da. Vielleicht mache ich sogar dieses Wochenende mal wieder was. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Jedenfalls sage ich einfach mal, ihr müsst jetzt nicht mehr so lange warten. Und ich hatte auch jetzt schon 100-mal erwähnt, dass ich Videos habe, die ich noch fertig schneiden muss. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber ich will dann wenigstens ein paar Brabbelvideos zwischendurch raushauen und ein bisschen was erzählen. Ja, ist ja eigentlich eine Zeitanzeige. Wie lange bin ich dran? Warum geht die immer weg? Was steht da? Konnte ich nicht erkennen. Ja, okay. Ich glaube, das war's. Dieses Kunststoffteil hier, da schwitzt man wie Hunde drin. Ist jetzt auch vorbei, ne? Der Sommer. Meine Güte, war das ein langer Sommer. Also, ich liebe es ja eigentlich zu schwitzen. Und nur das wurde mir in letzter Zeit echt zu viel. Also, ich liebe schon Sommer und ich mag es, wenn es warm ist. Ich mache ja auch meinen Sport am liebsten eigentlich, wenn es warm ist, wenn ich schon ein bisschen vorgeschwitzt bin. Und apropos Sport, da will ich jetzt auch mal wieder anfangen. Habe ich mir auch schon länger vorgenommen. Bin ich nicht ins Fitnesscenter gegangen, eben wegen Corona-Kram, damit ich es mir nicht wiederhole. Einmal, ich war ja in der Reha. In der Zeit wollte ich mich da nicht im Fitnesscenter, also mein altes Fitnesscenter hier, McFit, wo ich war, das ist dicht.
Das gibt es hier nicht mehr wegen dem Ölschaden, haben die jetzt aufgelöst. Und von daher wollte ich jetzt mal gucken, hier FitX habe ich hier auch hier direkt um die Ecke. Ob ich mich da anmelde. Nur dadurch, dass jetzt ein paar Sachen anstanden, dann war ich jetzt auf eine Hochzeit eingeladen und so. Habe ich auch gedacht, gehst du vorher mal nicht groß trainieren oder gehst mal, meldest dich immer noch nicht an, weil du willst ja da noch nichts einfangen und das verbreiten. Aber jetzt steht, glaube ich, nichts mehr groß auf dem Plan. Und von daher könnte ich mal wieder anfangen. Ja. Ja. Okay. Dann wird wieder ein bisschen gepumpt. Ah, tut mir bestimmt auch gut. Okay, ich hoffe, euch geht es ansonsten soweit gut. Und könnt ihr was schreiben? Müsst ihr aber nicht. Ihr wisst, ich bin nicht so mit dem Antworten, komme ich nicht so klar. Ich muss mir da mal jemanden holen, der das für mich macht. Und freue mich auf jeden Fall, dass ihr vorbeigeschaut habt und bedanke mich nochmal für die ganz vielen Kommentare, für die netten Nachfragen. Und ja, von daher soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich glaube, war gar nicht so lang, ne? Naja, okay, muss ja auch nicht immer. Also, mach's gut, bis die Tage und ciao. Ich habe den Kaffee nicht mal ausgetrunken.